über 90% der Konzepte, die es aktuell gibt, werden scheitern. Das ist jetzt schon klar, ja, weil eben dieser nachhaltige Cashflow fehlt. Also was erzeugt Cashflow? Das sind alles Geschäftsmodelle. Kryptowährungen sind ja Geschäftsmodelle, sind ja eigentlich keine Währungen. Keine klassischen. Herzlich willkommen. Dieses Video zum Thema Krypto und Update. Ist Bitcoin tot? Wie geht's dort weiter? Kurzfristig, mittel- und langfristig. Wir machen ja ein spontanes Video, was wir jetzt einfach noch dranhängen an das Währungsvideo, was wir heute noch hatten, und haben jetzt hier den Schwerpunkt auch zum Thema Krypto, weil da ist einiges an Musik drin. Und ich freue mich, dass ich euch heute wieder den Währungsexperten Jürgen Wechsler mit dabei habe. Heute hier aus dem schönen Nürnberg. Sehr, sehr entspannt hier. Schönes Wetter. Ja, ja, kann man eigentlich hier gut aushalten. An den Kryptomärkten oder auch generell an vielen Märkten da draußen ist es sehr lebendig da draußen. Ja. Und schauen wir uns das mal an. Wie ist es für dich jetzt auch emotional und wie siehst du die Situation mit Krypto? Jetzt auch mal stärker eingebrochen, was jetzt auch nichts Außergewöhnliches ist, aber ja. Genau. Wie ist die Situation? Also ich habe ja schon öfter diese Einbrüche auch gesehen gehabt, ja, von daher kann ich das auch gelassener anschauen. Das Thema, wo die Leute in Emotionen kommen, ist ja, wenn ich nur den Preis als Orientierung habe. Wenn ich den Wert nicht von etwas kenne, dann sehe ich nur den Preis. Und wenn dann der Preis schwankt, dann gerate ich in Panik. Und das ist jetzt, was wir auch erlebt haben. Viele haben dann einfach verkauft in Panik, weil sie eben den Wert nicht wirklich dahinter kennen. In dem Ganzen. Von daher, ich sehe es entspannt. Ich mache meine Allokation einfach weiter. Das heißt, wenn man eben sagt, ich habe immer einen gewissen Prozentsatz in einem Bereich investiert, dann kann ich jetzt beispielsweise wieder aufstocken, weil ich ja weiß, der Preis, der Wert ist woanders und damit kann ich ja diesen Preis aktuell auch nutzen, was vorhanden ist. Für viele natürlich eine emotionale Sache. Ich meine jetzt, wenn ich mich damit beschäftige, dann finde ich es immer sehr, sehr interessant und gut sich anzuschauen. Wir sind in die Kurse in der Vergangenheit gelaufen. Und da, welche Überraschung, dass Bitcoin um 30, 40 oder 50% einbrechen könnte. Ja. Wer hätte das denn ahnen können, Jürgen, ne, was sich jetzt angeschaut hat? Bitcoin hat mehrfach um knapp 90% eingebrochen, ist immer zurückgekommen und hat das alte Hoch immer deutlich getoppt. Also das ist erstmal auch das, was wir dort sehen können. Und auch immer mehr institutionelle Gelder. Was passiert denn dort im Hintergrund? Was bekommst du dort mit? Genau, also man sieht, es wird überall in die Infrastruktur investiert. Hedgefonds wollen es investieren, immer mehr Versicherungen wollen dort investieren, weil sie es als Wertspeicher einfach sehen. Das ist das Entscheidende. Die Milliardäre schichten dort massiv um. Die kaufen sich massiv ein. Ja. Die kaufen jetzt von denen sozusagen, die panikartig verkaufen. Aber das ist ja die schwachen Hände verkaufen in solchen Situationen. Die starken Hände, die schauen sich das an. Oh, sehr schön. Lässt sich besser Geld damit verdienen, was halt an den Geld- und Finanzmärkten so ist, wie es ist. Genau, weil eben diese starken Hände kaufen häufig Werte statt Preise. Ja. Die sehen das also, okay, dann lasse ich es halt vielleicht auch 1, 2, 3 Jahre liegen, ist doch mir egal. Aber ich schaffe wieder Wert. Und derjenige, der die schwachen Hände sind, der sagt, ich muss ganz kurzfristig was Geld verdienen, oh, jetzt geht's nach unten, jetzt muss ich schnell verkaufen. Im Prinzip ist es ja wie so ein Sommerschlussverkauf, aber das ist halt emotional, die meisten Menschen ist es genau andersrum, bekommen Panik dabei, verkaufen dann quasi dann günstig und die anderen sagen, ja, dann kann ich da günstig kaufen, das ist ja hervorragend, weil genau, das finde ich sehr schönes Beispiel, weil sie den Wert sehen. Ja. Ist auch, wenn du zum Beispiel ein Auto hast, das du schon ständig kaufen willst, wann kaufst du? Kaufst du, wenn der Hersteller 20% den Preis erhöht oder einen Rabatt gibt? Ja. Also wenn der Hersteller 20% Rabatt gibt, dann denkst du auch nicht nach, oh, ist das Auto vielleicht Müll? Ist das Mist? Hat das Auto Fehler? Probleme oder was? Muss es dann gleich wieder repariert werden? Das fragst du ja dann auch nicht. Ja. Und genauso ist es hier auch. Ja, und auch so eine Bereinigungsphase. Wir werden sie auch zukünftig noch öfter sehen, wo dann auch Projekte, wo kein Wert dahinter ist, dass die eben auch vom Markt verschwinden werden. Ja. Und das ist auch gut so. Und so funktionieren Märkte eben auch. Ja. Also gehen wir darauf, wie siehst du das mittel- und langfristig? Also vielleicht noch ganz kurz auf diese zwei Themen, oder was da jetzt war auch. Und zwar, wir haben in zwei Projekten einen Bankrun erlebt. Ein Bankrun kann übrigens auch bei jedem normalen Institut stattfinden. Wenn wir jetzt alle zur Bank gehen würden und unser Geld haben wollten, das funktioniert nicht. Ja? Und das ist jetzt genau bei zwei Projekten dort passiert, dass das teilweise eben gebunden war und damit nicht schnell genug das Geld hergeschafft werden konnte. Und diese sind in Schwierigkeiten geraten und dann musste Liquidation gemacht werden. Ja? Das war eben auch sehr viele Volumina, was auf den Markt gekommen ist und das hat dann natürlich zu einem stärkeren Einbruch geführt. Ja? Das vielleicht auch dazu nochmal zu dem Thema, warum sind wir da überhaupt hingekommen. So, wie schaut es mittelfristig, langfristig aus? Dort ist weiterhin, die Infrastruktur wird aufgebaut. Überall. PayPal hat sich zum Beispiel jetzt voll in den Crypto-Space reingewagt. Ne? Also die bauen alles um auf die digitalen Zahlungssysteme. Wie gesagt, Versicherungen wollen investieren. Alle bauen ihre Infrastruktur darauf auf, dass sie digitale Vermögenswerte in Zukunft verstärkt nutzen. Und wir bekommen momentan einfach eine Bereinigung. Wie du schon gesagt hast, es gibt immer Konzepte, die dann ganz einfach gar keinen wirklichen Wert dahinter haben. Also die auch keinen Cashflow erzeugen.
Das ist genauso wie in den 90er Jahren gewesen bei den Internetaktien. Mhm. Da hat man einfach Bier.com draufgeschrieben und plötzlich war es eine Bier-Internetaktie, so nach dem Motto. Aber vielleicht haben die nicht mal Bier produziert, sondern haben nur zwei Bierkästen verkauft. Ja? Und ähnlich ist es dann jetzt hier einfach, dass auch Projekte, die eigentlich kein wirkliches Geschäftsmodell haben, aus dem Boden geschossen wurden. Ja, und damit natürlich die dann denen zum Scheitern verurteilt sind. Und das bereinigt sich jetzt mittelfristig. Also über 90% der Konzepte, die es aktuell gibt, werden scheitern. Das ist jetzt schon klar, ja. Weil eben dieser nachhaltige Cashflow fehlt. Also was erzeugt Cashflow? Das sind alles Geschäftsmodelle. Kryptowährungen sind ja Geschäftsmodelle, das sind ja eigentlich keine Währungen, keine klassischen, sondern mehr Geschäftsmodelle. Ja, das finde ich vielleicht ganz interessant, weil viele sehen das ja so schwarz-weiß. Und das ist ja genau das Problem. Und viele sagen dann, ja, Krypto ist totaler Quatsch, das wird sich überhaupt nicht durchsetzen, ist Müll quasi. Und andere sagen, hey, Krypto allgemein, wunderbar, etc. Aber es wird so sein wie bei den neuen Märkten. Das ist meine persönliche Meinung. Und ja. Es gibt einige Projekte und Bitcoin und auch Ethereum haben sicherlich sehr, sehr gute Karten, da vorne mit dran zu sein. Ja. Und viele andere werden einfach wieder verschwinden von den Löchern, wo sie eben herausgekrochen kamen vorher. Genau. Ja, und das erleben wir ja schon teilweise. Und ja. Da wird es auch immer wieder Marktbereinigung geben. Ja, richtig. Also es geht dann irgendwann, werden die Leute merken, was erzeugt Cashflow und was erzeugt eben kein Cashflow. Weil das ist das Kriterium von Unternehmen. Mhm. Ja. Und das werden wir dann erleben. Es gibt ja schon etliche Projekte, die Cashflow erzeugen. Und je mehr das Ganze durchsetzt sich, umso mehr werden auch dann die Preise wieder steigen. Ja? Also der Wert ist wesentlich höher, als momentan gewisse Preise andeuten. Und wir haben jetzt ja auch voraussichtlich im August eine ganz wichtige Umstellung nochmal im Ökosystem, nämlich dass Ethereum wahrscheinlich jetzt den kompletten Sprung machen wird vom Consensus Proof of Work, also dieser energieintensive, zum Proof of Stake. Mhm. Und das ist jetzt voraussichtlich eben im August und damit sinken auch die Gebühren nochmal. Das heißt für die Zukunft, Ethereum wird noch gefragter sein, Ethereum wird noch mehr Programmierer anziehen, noch mehr Lösungen werden drauf gemacht werden. Es ist deutlich grüner, wird auch dadurch viel attraktiver im aktuellen politischen Umfeld. Genau, so ist es. Das passt ja dann auch viel besser rein in das Ganze. Und es wird letztendlich der App Store, das Software-Basissystem, kann man sagen, für den digitalen Vermögensbereich. Der Bitcoin, da gibt es jetzt auch neue Updates schon, die im Gespräch sind, wird wahrscheinlich dann das Medium sein für digitale Wertspeicher. Also dass man auch auf der Blockchain andere digitale Objekte oder tokenisiert, also praktisch digital macht, digitalen Fingerabdruck gibt und das dann wertmäßig gespeichert wird auf der Bitcoin-Blockchain. Also da sind jetzt auch schon die Gespräche da. Das heißt, wir haben da die zwei großen Player, die sehr wertvoll sind für das gesamte Ökosystem. Mhm. Ja. Bevor ich dich jetzt noch frage, was du so als prozentual empfehlst, in das Portfolio reinzunehmen, beispielsweise für Anfänger und auch vielleicht so für Fortgeschrittene, noch kurz zur Info, wir verlinken von Jürgen auch seinen YouTube-Kanal unterhalb von dem Video, dann bist du auch immer up to date. Bleib auch oder gerne bei uns in den E-Mail-Verteiler eintragen, weil wir auch laufende Infos, Tipps und Tricks zu genau diesem Thema finanzielle Intelligenz ist wichtiger denn je, sich damit zu beschäftigen. Ja, und jetzt so die Frage. Wie viel Prozent kann man denn jetzt, sag mal, als absoluter Anfänger, weil er sich ja nicht auskennt, muss er ja vorsichtig sein. Ja. Oder wenn man sich so ein bisschen, oder so ganz gut auskennt, was würdest du sagen, wie viel kann man in Krypto investieren? Ja. Da können wir vielleicht auch zurückgreifen auf die Milliardäre. Ja? Mhm. Da hatte zum Beispiel der Thomas Petterfee gesagt, das ist ja der Gründer und Inhaber von Interactive Brokers, dem größten Wertpapierhändler weltweit. Der hat auch knapp 25 Milliarden Vermögen, also der hat irgendwas richtig gemacht in der Zeit am Finanzmarkt. Und der sagte eben, dass jeder sollte Minimum 2-3% investiert sein im Kryptomarkt seines Vermögens. Und zwar, die Aussage war auch interessant, die er dann noch nachgelegt hat, just in case Fiat goes to hell. Mhm. Also nur als Versicherung, falls sich eben das normale Zentralbankgeldsystem hier in größere Schwierigkeiten gibt oder auflöst. Ja? Also die Milliardäre wissen hier schon was, was wir ja auch schon in anderen Videos andeuten. Dass hier ein größerer Umbruch stattfindet im Fiat-Geldsystem. Also das ist schon mal eine gute Leitlinie für viele, die dort einsteigen. So, wenn ich mir jetzt noch Auswertungen anschaue, wenn ich sage, naja, ich möchte nicht nur dann langsam reinschnuppern, sondern ich möchte eigentlich Vermögen aufbauen damit. Da hat eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft Vision und mal eine Auswertung gemacht. Wie ist es denn eigentlich von der Beimischung? Und jetzt würden schon alleine 5% langfristigen Erwartungen geben, wenn ich beimische Kryptos, dass ich dort einen Vermögensaufbau habe. Vermögensaufbau ist für mich immer langfristig auch 8% Rendite auf mein Kapital. Drunter habe ich eigentlich eher Kapitalvernichtung langfristig vom effektiven Wert. So, und wenn ich dann noch ein bisschen Gas geben möchte,
Zinseszinseffekt noch mehr ausnutzen will, dann müsste ich eben so dagegen um 10% haben. Ja, okay. Wunderbar, herzlichen Dank. Und auch, es hilft immer, wie gesagt, auch mal den Kurs anzuschauen, wie war es denn in der Vergangenheit? Und das auch mal so durchkalkulieren, wenn man selber an den Höchststand zum Beispiel eingestiegen wäre, was wäre dann kurzfristig passiert und was ist dann nach vielen Jahren? Und auch, das wirklich zu lernen, emotional damit umzugehen, auch mit stärkeren Schwankungen. Wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man das auch. Und es gibt ja einige, die sind jetzt, haben das zum ersten Mal jetzt auch mal, ist es jetzt bereits ein voller Kryptowinter, es kann in ein paar Monaten auch schon wieder komplett anders aussehen. Es geht ja super schnell. Es kann noch weiter nach unten gehen. Wir werden es dann letztendlich auch sehen. Und manche erleben das zum ersten Mal, diese Achterbahnfahrt. Und es ist halt wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man das weiß. Also, wir haben einige Links unterhalb von dem Video gepackt. Dort gerne weitermachen. Jürgen, herzlichen Dank, wie immer. Genau. Schön, dass du auch mit dabei warst. Und danke fürs Zusehen und bis bald. Ja. Und ciao, schöne Zeit aus Nürnberg.